Moin Leute, Mike und willkommen zu diesem kleinen Video. Mein Handy hat bis eben geladen. Aufgrund meiner Tastaturposition könnte man vielleicht erkennen, dass ich bis gerade eben noch gestreamt habe. Wir haben es auch gerade 2.48 Uhr, Digga. Also direkt nach dem Stream. Und ich wollte einfach ein kurzes, kleines Update-Video zwischenschieben. Zu meinem Meerschweinchen. Da ist Rachel. Da ist Chloe. Und Pumpkin sitzt direkt dahinter. Genau, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, habe ich etwas umgebaut. Genau, ich habe einmal ein riesiges, kamerageiles Schweinchen. Ja, einen riesigen Unterschlupf gebaut. Da wurde schon gut drunter gemorbelt. Dann einmal so ein Holzbrückending. Das wurde auch schon gut benutzt, anscheinend. Zumindest drunter. Auch ein bisschen angenagt. Dann habe ich hier umgebaut. Hier habe ich ja diesen riesigen Kasten. Und da ist Max. In diesem riesigen Kasten habe ich jetzt das Kissen reingelegt und Max enjoyed it komplett. So, ja genau. Ich habe das da gekauft. Nicht das da, das da. Eine neue Schüssel. Hin und wieder bekommen die Trockenfutter. Nicht täglich, aber einmal. Und dann, wenn es leer ist, ist es leer für die nächsten 3 Wochen gefühlt. Also hin und wieder mal. Selbiges gilt für Pumpkin. Da musste ich ein bisschen umbauen. Ich habe mir eine Heuraufe geben müssen. Wir mussten jetzt, da komme ich auch gleich zu, regelmäßig die Decken alle wechseln. Er hat auch eine neue Schüssel, auch mit Trockenfutter. Natürlich ein bisschen viel, wenn er das nicht schafft, kommt es wieder weg. Das ist auch klar. Genau. Warum, wieso, weshalb wir die Decken ständig wechseln mussten, das erkläre ich auch gleich. Warum er im Gitter ist. Und zwar vor 2 Wochen, circa. Ab nächste Woche Dienstag, in 2 Wochen. Wurde der kleine Scheißer, also nicht die beiden, naja, bisschen Streit, wurde der kleine Scheißer da kastriert. Und heute ist quasi der 10. Tag gewesen, also gestern, heute ist der 11. Tag dann quasi, wo wir die Wunde kontrollieren mussten, immer rausnehmen, immer gucken, immer beobachten. Ja, hier Pumpkin in voller Kraft. Auch Kamera geil. Ein bisschen. So, genau. Und aufgrund der Kastration, die übrigens sehr gut überstanden war und ist und durchgegangen ist, jetzt habe ich den Faden verloren. Aufgrund der gut überstandenen Kastration, ne, musste ich jetzt 10 Tage quasi kontrollieren, was, wie, wo. Und ja, da hinten ist übrigens auch noch eine kleine Ecke, sieht man schlecht. Genau, ich sollte halt kontrollieren, dass die Wunde nicht eitert und dass da nichts passiert, dass der die Nähte nicht so, die Fäden nicht rauszieht. Ja, hat er nicht gemacht. Bis jetzt ist alles super tubi, tutti frutti. Er frisst alles, Grünzeug und alles, was er zugibt den ganzen Tag. Da es jetzt 3 Uhr morgens ist, ich normalerweise nicht um 3 Uhr morgens immer wach bin, gibt es jetzt normalerweise nichts. Ne? Außer jetzt nachher noch Heu, weil ich es gesehen habe. Genau. Und deswegen mussten wir doch regelmäßig die Decken wechseln, weil er zum Beispiel hier auf so Zeug da, so auf das Zeug so, eigentlich nicht sitzen durfte. Jetzt nach 10 Tagen ist es wahrscheinlich zu und da passiert jetzt auch nichts. Und ja, das wollte ich einfach nur ein bisschen quasi auf entspannt updaten. Sobald er quasi, ich glaube am 27. Februar oder so, die 6 Wochen Kastrationsfrist quasi um sind, wird hier einmal das Ding da gelöst, da hinten einmal das Ding gelöst und unten das Ding gelöst. Und dann bekommt der kleine Scheißer hier quasi die ganze Fläche hier mit der Ecke da hinten wieder und er hat mehr Platz und kann zu seinen Freundinnen und die drei bekommen quasi diese Ecke hier so ein bisschen, ne, wo er jetzt drin lebt, auch als mehr Platz. Das heißt, alle profitieren davon, wenn er in 6 Wochen zu seinen Freunden kann. So, und abgesehen davon bekommt ihr immer noch regelmäßig Auslauf und den geht soweit ganz gut. Bei ihr haben wir die Schnauze eingeschmiert. Das kann man vielleicht erkennen, wenn sie mal in die Kamera guckt. Ja, naja. So, links an, also von mir aus links, vielleicht auch im Bild links. Ja, da war ganz viel Fell weg und ganz schuppig und ganz, ganz schlimm. Und das Ende Dezember, Anfang Januar. Und als ich dann zum Arzt bin, mit ihm zum Kastrieren quasi, aber auch schon davor, um den Termin zu machen, also Anfang Januar, habe ich halt eine Salbe bekommen, die haben wir draufgeschmiert, jetzt 2 Wochen lang. Es wurde besser und besser. Jetzt haben wir schon 3-4 Tage nicht mehr draufgeschmiert, weil diese 2 Wochen um waren. Und es sieht bis jetzt
wieder so richtig gut aus. Also hoffen wir mal, dass es kein Pilz ist. Nach einer Woche wurde festgestellt, es ist kein Pilz. Aber es gibt ja diese 4-Wochen-Dinger, wo man warten muss, wo so eine Kultur angelegt wird. Deswegen bin ich mir eher unsicher und vorsichtig ist besser als Nachsicht. Deswegen könnte es sein, dass da noch was anderes bei rumkommt. Wie dem aber auch sei, ich denke, da würde ich mich einfach nochmal kurz zu melden. Alles in allem wollte ich einfach nur dieses kurze Meerschweinchen-Video machen. Ich muss die Decke da noch anständig machen und ein bisschen Heu geben. Aber guck mal, das ist Rachel. Rachel in ihrer vollen Pracht. Und meckert immer, wenn sie was stört. Schreit immer. Das ist Chloe. Oh, sieht man nicht. Oh, sorry. Hallo, Max. Guck mal, Fröhchen. Meerschweinchen-Fröhchen. Und das Pumpkin. So. Auch wieder full on in die Cam rein, das ist geil. Ins Handy rein, komm, geh rein. Geh ich nicht in den Muskelter. Okay. Jedenfalls soll es erstmal mit dem Update-Video gewesen sein. Ich habe hier noch ganz viel Zeug und Pläne, zum Beispiel den Plan Inkontinenzmatten zu kaufen, heißen die, glaube ich. Quasi 30, 60, 90 Meter, 20 mal 90, glaube ich. Genau, dass die quasi einmal bis hier um den Finger ist. So lang sind und einmal bis dahin an die Wand gehen. Ja, das ist so ein Viereck. Zwei Stück. Und dann kann ich quasi die erstmal voll auf die Inkontinenzmatten pissen und scheißen lassen. Falls das funktioniert, muss ich ausprobieren. Und dann kann ich quasi nach 3-4 Tagen diese Inkontinenzmatten rausnehmen und habe dann quasi die saubere Decke direkt drunter. Ich finde das als etwas hygienischer, als ständig die quasi eine Woche auf den Decken zu lassen und das dann halt täglich zu säubern, klar. Aber die Pisse oder so, die muss ja auch irgendwo hin irgendwann auf Dauer. Und dann entstehen halt Pissflecken, dann musst du halt umstellen, dass es irgendwann mal raustrocknet in irgendeiner Form. Beziehungsweise halt die Decke wechseln nach einer Woche, ne? Komplett alles sauber machen und so weiter. Und ich denke, mit Inkontinenzmatten ist es halt geiler, weil ich kann die halt 3-4 Tage drin lassen, nehme die raus, habe eine direkt saubere Decke. Und kann halt, sag ich mal, dann 3-4 Tage ist dann die Decke auch voll gepisst und dann kann man die auch direkt wechseln, ohne dass es länger drin ist als nötig. Ich empfinde es als hygienischer. Rachel knuspert sich da einen ab. Er hat immer noch Bock zu rammeln, obwohl die Eier ab sind. Scheint normal zu sein, finde ich auch gut, dann erledigt er halt seinen Job und präventiert gegen Eierstockzysten bei den Weibern. Genau, gerade bei Chloe und gerade bei der Max hier drin ist das sehr, sehr wichtig, weil die, naja, wie soll ich sagen, schon 2 Jahre alt sind, und dann ist dann irgendwann nochmal das Alter für Eierstockzysten erreicht, dass sie vermehrt auftreten im Alter zwischen 2 und 4 Jahren, soweit ich das weiß. Ist aber natürlich auch an der Stelle gefährliches Halbwissen jetzt, weil ich es nur gegoogelt habe, recherchiert habe, so in dem Sinne, ich weiß nicht, ob das 100% so ist. Vorsicht ist aber besser als Nachsicht, meiner Meinung nach. Gerade weil ich die kleinen Scheißer sehr gerne habe. Ja, das soll es auch soweit mit dem Video sein. Ich verabschiede mich und Rachel gibt euch einen Schnupperblick oder so. Oder beide. Beide. Hallo Max. Bombastic Side-Eye.